Ah, diese Burg da. Okay. Aber ich habe meinen Schmierzettel hier. Wir werden jetzt nach und nach alle Bäume abgehen und dann kriegen wir das schon hin. So, du spring uns bitte zurück. Na. Das da? Das war bei der Wackeltür. Was sind hier noch Gegner? Gegner töten ist immer gut. Müssen wir uns keine Sorgen um irgendwelche Rätsel machen, sondern einfach nur töten. Ringe und ja und wie geht's weiter? Also was Bäume angeht, ist die Burg hier echt der Hammer. Also Darkmoor war ja schon garstig, aber primär wegen den Augen. Aber das hier ist nicht mehr feierlich. So, wir hätten gerne Bäumchen. Du warst der fünfte, ist, ja, den haben wir schon. Da wir springen einfach von hier direkt zu dem anderen Porter. Hier ist das Brummen. Müssten wir hier hochspringen? Oh, ich glaube, da waren gar keine Bäume mehr. Nee, genau. Ja, nee, wir haben keinen Zutritt. Wir könnten das Ding jetzt dedossen. Aber nein, wir springen durch den Pool Richtung Eingang. Hier waren wir auch noch nicht. Weg mit dir. Eine Allmachtskrone können wir nicht liegen lassen. Die kommt auch mit. Oh, Kiste. Schicksalskarten sind immer gut. Gold. Geschick plus 17. Naja, ein bisschen was zum Verkaufen. Keine zweite Seite, keine Geheimtür. Raus. Ich sehe da ganz viele rote Punkte noch. Achso, das sind die ganzen, ja, Kasernenräume, die voll sind mit Gegnern, die wir eigentlich gar nicht töten müssen. Jo. Jo. Jo, lass mich nur durch. Lässt du mich wohl mal, genau. So, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Hier war gleich die weiße Brücke und da war ein Baum drunter. Hüpf. Ah ja, genau, du. So. Also, der Erste. Da, Pfeil auf den ersten Strichmännchen, Strich da. Der Erste ist der Neunte des Ganzen plus 1. 9 plus 1 sind 10. So, wo sind meine Finger? A, B, C, D, E. F, G, H, I, J. J. Erste ist J. So. So, den ersten haben wir, den dritten haben wir und für den fünften. Der fünfte ist zweimal der zweite, also 4. Das ist D. J, Leerzeichen, A, Leerzeichen, D. Okay. So, jetzt sind wir im Photonbeschleuniger. Würde ich eigentlich ganz gerne raus. Bevor gleich dieser Feuerball da ankommt, auch wenn er nicht so viel Schaden macht. Du kannst trotzdem mal ganz kurz heilen. Oh. Coming through. Jo. So. Bäume, Bäume, Bäume. Wo waren noch Bäume? Alternativ könnte ich mir auch Schmierzettel Nummer 2 raussuchen, aber den hatte ich doch recht wüst notiert. Kann man fast gar nichts drauf erkennen. Guck mich trotzdem mal kurz um Art. Also. Der zweite ist der nächste vom dritten. Also. ABC. Also D oder B. Das schreibe ich mir drüber. D oder B. So, fehlt nur noch der vierte. Der vierte ist vor dem Ende der Ach. Steht hier. Vor dem Ende des achten. Ja genau, das habe ich nicht verstanden. Das heißt, den Baum brauchen wir nochmal. Da habe ich irgendwas überlesen. Der vierte ist vor dem Ende der Ach. Also der vierte Buchstabe ist vor dem Ende der Ach. Ach wäre A, B, C, D, E, F, G, H.
H. Und er ist irgendwo vor H. Das ist eine Menge Raten. Nein, nicht wirklich. Du bringst uns bitte erstmal zurück zu dem anderen Leuchtfeuer. Zurückrufen. Da. Hin. Jetzt sind wir genau da, wo wir eben runtergesprungen sind. Das ist gut. Diesmal springen wir nur nicht runter. Also, wie viele Raten wäre es denn? Wir haben eine Variable mit zwei möglichen Kandidaten. Das wäre Platz Nummer 2. Und bei dem vierten Buchstaben hätten wir A bis H. Was denn ja nur 8 wären. Also wären es 16 Möglichkeiten. Und man wird gar nicht so weit weg teleportiert. Also im Notfall könnten wir das wirklich dossen. So. Also dossen heißt, wir laufen einfach hin, geben ein Passwort ein. Wenn das nicht klappt, gehen wir wieder hin, probieren das nächste. Diese 16 Möglichkeiten halt einmal durch. Aber gut, wir suchen trotzdem erstmal das vierte nochmal, um da ein bisschen schlauer draus zu werden. Den Baum hier in diesen vier Räumen, den da hinten, den hatten wir schon. Wo fehlt denn noch ein Baum? Sehr verwirrend. Also er müsste relativ weit hinten sozusagen im Dungeon sein. Jetzt sind wir schon wieder hier. Du bist der fünfte Baum, richtig? Weil du bist quasi genau davor. Genau, du bist der fünfte Baum. Also von hier aus Richtung Eingang, wir da lang, wo wir hergekommen sind, aber da war kein Baum. Hier in der Eingangshalle. Bisschen Gold mitnehmen. Hier in der Eingangshalle oder Richtung Eingangshalle. Was haben wir hier drunter gehabt? Nur einen leeren Raum, oder? Ne, die Eingangshalle, okay. Buch des Wissens. Warum habt ihr Bücher des Wissens dabei? So, hier war... Ah, hier ist ein Baum. Der zweite ist der nächste von... Ne, das hatten wir schon. Also wir hatten es nicht auf dem neuen Schmierzettel notiert, aber... brauchen wir also hier auch gar nicht mehr. Der zweite ist der nächste vom dritten. Oh, was hat mich nur geritten? Also ja, B oder D, das ist okay. Dicht brauchen wir nicht Baum. Wir brauchen den Baum, der zwischen dir und dem Baum vor dem Rätsel liegt. Was rede ich da? Also unsere Helden fangen an, mit sich selbst zu sprechen über irgendwelche Bäume, die Zahlen und Buchstaben haben und töten dabei Luftelementare mit den bloßen Händen und laufen im Kreis. Nicht gut. Gar nicht gut, wenn so mächtige Wesen durchdrehen, Stück für Stück. Sackgasse. Ja. Also, hey. Genau, weg mit dir. Also, den Baum hier hatten wir schon mal. Ich will nur kurz nochmal gucken, welcher Baum das war. Und ich komme da nicht von hier aus ran. Möglichkeiten. Die klingen immer verlockender, die 16 Möglichkeiten auszuprobieren. Aber so soll man Rätsel normalerweise nicht lösen. Man soll da rangehen und nachdenken, dann ist gut. Von 26 ist der dritte der erste. Ja, das ist A. Das heißt, das ist Baum Nummer 3. Was? Ja, das ist Baum Nummer 3. Halt. Baum Nummer 5 ist der direkt vor dem Rätsel. Das weiße Runterspring-Ding. Das hier. Ich dachte, das wäre der dritte Baum gewesen. Das ist der zweite Baum? Ne, das ist der erste Baum. Was macht der erste Baum hier? Achso, stimmt. Man kommt hier von... Ich glaube, da oben ist der Eingang. Also, erster Baum ist hier bei dem weißen Ding. Dritter Baum ist bei den vier großen Räumen. Fünfter Baum... Wow. Fünfter Baum. Rücken zur Wand. Fünfter Baum. Murmel die Helden vor sich her. Ist vor der Passwortabfrage.
von wem auch immer das Passwort abgefragt wird. Wahrscheinlich irgendein magisches Wesen. Ja, also 4 und... Ne, 2 hatten wir ja auch schon. 2 war D oder B. Du. Dahin. Baum Nummer 5. Es muss hier in der Nähe sein. Wo kamen wir denn lang? Ich glaube, wir kamen von hier. Da ist der Swimmingpool. Hier sind ganz viele Kasernenräume. Hier könnte man runterspringen, um in den Photonenbeschleuniger zu kommen. Hier sind nur Gegner. Schmuck und so Gedöns. Da ist der Teleporterraum, der wahrscheinlich immer noch nichts macht. Nö, waren wir auch gerade erst. Und jetzt sind wir auch schon langsam zu sehr am... Was? Da. Zu sehr am Anfang des Dungeons. Wir wollten in der Nähe von Baum 5 bleiben, um Baum 4 zu finden. Das war der Plan. Das hört sich so komisch an. Du, mach mal bitte wieder ein neues Fackel. Es ist schon hell genug. Unsere Sicht verschwindet schon. Aha, hier könnte das... Nimm weg damit. Hier könnte Baum Nummer 3, 4 irgendwo sein. Du, spring. Wir sind im Dungeon, das Verrückte schafft. Ja, du bist hoffentlich Baum Nummer 4. Komm her. Baum. Genau. Der, das schreibe ich mir jetzt auf, egal, ob ich das... So, der vierte... ist vor dem Ende. Oh, warte. Von hinten 8 abziehen. Ich glaube, das ist es. Der vierte ist vor dem Ende. Die Nummer 8. Rückwärts Alphabet. Nee, komm. Das wäre dann 24. Nee, Quatsch, 26 hat das Alphabet. Das wäre dann 18. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O. Wo bin ich? P? Der vierte ist vor dem Ende, die Nummer 8. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. J wird 10. Nee. Z. Y. X. Das ist doof. Z. X, Y, Z. U, V, W. W. V. U. R, S, T, U, V. Wo zum Geier war ich gerade bei 6? Nochmal, Z, Y, X, W, V, U, T, S, S, X, Z, Y, X, W, V, U, T, S. Das achte von hinten wäre S. Das wäre also 16. Nein, 18. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S. Nee, das ist 19. Aber wenn das 19 wäre, was wäre denn 18? 18 wäre R. R? R oder S? Okay, komm. Ich schreibe jetzt auch auf R oder S. R oder S. Oder T vielleicht. Also wir haben J. Dann nächster Buchstabe. D oder B. Dann nächster Buchstabe A. Dann nächster Buchstabe R oder S oder T. Dann nächster Buchstabe D. Das hört sich alles doof an. Das gehen wir jetzt mal ganz kurz durch. J, D, A, R, D.
wäre die erste Kombination. J, D, A, S, D wäre die zweite Kombination. J, B, A, R, D ist auch kein Wort. J, B, A, S, D. Und J, B, A, T, D. Was zum Geier ist ein Gibbet? Na gut, es muss keinen Sinn ergeben, es ist ja ein magisches Passwort. Dann nimmt man sich noch nicht seinen Geburtstag und so ein Kram. Na gut, wir springen jetzt dahin.